Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es mal um TMOG gehen und zwar will ich euch zeigen, wie ihr möglichst einfach das LFR und Normal Tier Set bekommt, um dementsprechend ein bisschen TMOG aufzustocken. Und dazu habe ich schon mal hier auf meinen Priester eingeloggt. Wir können nämlich den Katalysator verwenden, um ein wenig Open World Gear zu verwenden. Es gibt was ich euch schon in meinem Gearing Guide Video gezeigt hatte, wöchentlich für jeden Twink, den ihr auf Maximalstufe habt, 3 Quests in der Mithrasil und dort bekommt ihr Item Level für 40 bis für 50. Ne? Das kann halt ein bisschen hochprocken, in der Range ist es. Und genau in der Range bekommt ihr, wenn ihr dieses Gear in den Katalysator packt, einmal das LFR Set raus. Heißt, wir können uns hier das komplette LFR-Set holen mit Open-World-Content. Das geht auch relativ schnell, weil für eine Quest von den dreien müsst ihr einfach nur die Superblüte abschließen. Dafür müsst ihr einfach nur den Endboss töten und ich glaube 50 von diesen Blumen einsammeln. Heißt, wenn ihr am Ende von dem Event einfach hier unten zu dem Platz geht, so um 10, 15 nach den Boss anhittet, ein paar Mobs noch anhittet, seid ihr fertig. Also ihr müsst da nicht die kompletten Weg theoretisch mitlaufen. Die zweite Quest ist einfach, dass ihr 1500 Ruf holen müsst. Aus dem Superblütenbeutel bekommt ihr schon einen Token raus, wo ihr Ruf bekommt. Und für die dritte Quest müsst ihr einfach nur 5 Samen einpflanzen. Und die Samen bekommt ihr eigentlich auch relativ gut über die Beutel aus der Superblüte. Und aus der Zone sowieso, also mit Main und mit einigen Twinks habe ich da so viele von den Dingern, da wird man totgeschmissen. Wenn ihr auf Stufe 20 vom Ruhm seid, mit einem Char, könnt ihr euch die auch gegen Ressourcen beim Händler kaufen. So ein kleiner Bonustipp. Genau, und wenn ihr diese drei Quests gemacht habt, die könnt ihr in 10, 15 Minuten easy machen. Kriegt ihr aus jedem ein Gearteil und wenn ihr ein bisschen lucky seid, dann sieht es ähnlich aus wie bei meinem Priester. Ihr seht, die meisten Slots habe ich mit diesen Gearteilen versehen. So, jetzt will ich euch so ein bisschen den kleinen Trick zeigen und zwar, was relativ offensichtlich jetzt schon mal noch ist, wenn ihr die hier reinpackt, ne, könnt ihr die zu Tiergear umwandeln. Also ihr müsst nicht in den Raid oder im Plus mit euren Chars, sondern könnt auch mit relativ schlecht equippten Chars dementsprechend euch immer 3 Teile pro Woche holen. Ich mache das jetzt mal, wir haben mittlerweile 3 Aufladungen und wir wandeln jetzt mal 1-2 Items hier in das Set um. Und dann werde ich euch auch noch zeigen, wie wir die dann auch noch auf Normal-Item-Level bringen, um dementsprechend auch noch das Normal-Set zu kriegen. Also wir wollen uns gleich parallel beide holen. So, dann wandeln wir die Brust auch noch um. Und was haben wir noch? Hier unten sind die Handgelenke schon. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So, gut. Jetzt haben wir diese 3 Teile umgewandelt. Die sollten wir uns jetzt merken. Also es waren Hand, dann einmal die Brust und die Hände. Und jetzt wollen wir einmal nach unten, quasi nach Waldracken fliegen, zum Upgrader. Denn es funktioniert folgendermaßen. Die Items haben hier alle verschiedene Itemstufen, beziehungsweise auf diesem Veteranentrack verschiedene Stufen. Und wir sind jetzt hier zum Beispiel bei 1 von 8, bei dem sind wir bei 3 von 8 und das hier hat jetzt 4 von 8. Wenn wir ein Item auf 5 von 8 bringen, dann ist es quasi nicht mehr auf der Item, nicht mehr quasi auf dem LFR-Item-Level, sondern es ist dann auf dem Item-Level von Normal. Und dementsprechend kriegen wir auch das Normal Transmog. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Das hat die letzten Seasons auch schon funktioniert. Also man konnte die Items auch upgraden. Das funktioniert auch übrigens von NHC auf HC, beziehungsweise von HC auf Mythic. Ne? Ihr könnt immer mit einem Item 2 abdecken. Wenn ihr ein Item aus dem LFR kriegt, könnt ihr LFR und Normal abdecken, wenn ihr es upgradet. Aus dem Normal könnt ihr Normal und HC upgraden und aus dem HC könnt ihr HC und Mythic upgraden, ne? Genau. So, jetzt gehen wir hier einmal hin. Also ihr seht, ich habe jetzt diese 3 T-Mogs bekommen und im Normal habe ich nichts. Jetzt gehe ich hier hin und pack, warte, wir machen es einfacher, hier das Ding raus. Das ist jetzt schon auf 5 oder auf 4 besser gesagt. Wir können es auf 5 einmal upgraden. Ja, okay. Oder auch nicht, weil mein Addon rumspackt. Mogit hat hier zugeschlagen. Jetzt tun wir einmal fix reloggen. Und dann graden wir das Ding ab. Das ist wieder der schöne Vorführeffekt. Ich liebe das immer mit diesen Add-ons, die immer mir so ein bisschen querschießen. So, also nochmal. Jetzt wird es hoffentlich funktionieren. Also Item rein. Und da hört ihr, da kommt dann einmal der Sound. Das können wir jetzt mit den anderen auch machen. Also die Hände hier, die müssen wir jetzt auch ab 5 upgraden. Und das zweite Teil.
Und dann können wir die Brust auch noch nehmen, ebenfalls ab 5. Also ihr könnt es natürlich auch weiter upgraden, aber ich will halt Ressourcen sparen, ne? Ich habe in Zukunft noch vor, ein paar mehr T-Mox mitzunehmen. Und jetzt gucken wir mal rein. Jetzt seht ihr, haben wir nicht nur die LFR-Teile, sondern auch die Normal-Teile. Und dass ich mir jetzt nochmal zusätzliche Items gefarmt habe. Diesen ganzen Stuff, also sowohl die Wappen als auch Flugsteine, habe ich eigentlich mit dem immer durch die Weekly-Quest gekriegt. Ich habe die ein paar Mal gemacht, weil ich unter anderem Rezepte für den Char farmen musste für Inschriftenkunde. Habe das aber auch bei ein paar anderen Chars gemacht. Und ja, so könnt ihr mit passiv ein bisschen World-Content euch das Normal- und LFR-Set zusammenfarmen, ohne dass ihr jetzt großartig raiden gehen müsst. Also vielleicht für den einen oder anderen ein ganz netter Tipp, so ein bisschen T-Mog ranzukommen. Beziehungsweise ja, für die Twinks ist das auch ganz nettes Gear, ne? Wenn ihr dann vielleicht nur irgendwas anderes mit denen machen wollt. Juti, das war es eigentlich schon soweit, was ich euch an Tipps geben wollte. Für HC und Mythic, wie gesagt, ihr könnt theoretisch auch HC laufen und über denselben Mechanismus dann das komplette Mythic-Set bekommen. Und ja, könnt es dann halt auch transmoggen. Mythic sieht meistens immer ja noch ein bisschen schöner aus. Dafür müsst ihr dann in Anführungszeichen nur HC laufen und aber die höheren Upgrade-Steine haben, könnt ihr theoretisch dann aber auch zum Beispiel im M-Plus farmen. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Guide-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.